Es gibt ja das berühmte Wort von mir, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Ich bin der Meinung, dass es heute noch gilt. Das Land der Bundesrepublik wird an der Ostfront der Ukraine verteidigt. Jetzt ist der Kampf zu gewinnen gegen Russland und da müssen die Deutschen alles tun, um das zu tun. Ich weiß, dass die Bevölkerung da eher andere Auffassung, die Mehrheit der Bevölkerung jedenfalls, trotzdem halte ich den Einsatz für richtig und wichtig. Und deshalb müssen wir alles tun, um diesen Krieg, der auch unser Krieg ist, nicht nur der ukrainische Krieg, da geht es um unser Wertesystem, da geht es um unsere Sicherheit, da geht es um die westliche liberale Ordnung, die dort von den Ukrainern verteidigt wird. Da muss auch die Bundesrepublik alles tun, um den Ukrainern beizustehen und ihnen den Sieg gegen Russland zu ermöglichen. Und ich denke schon, dass wir da noch stetig bleiben müssen. Der Bundestag hat das Mandat verlängert. Aber es gibt eine immer stärker werdende Debatte in Deutschland, ob das ein richtiges Mandat ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das richtig ist. In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen. Es endet im Letzten mit der Niederlage Russlands. Das ist das einzige wirkliche Szenario, das man moralisch und politisch vertreten kann. Solange Putin an der Macht ist, wird dieser Krieg weitergeführt werden. Es gibt keine schnelle Friedenslösung. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Und Kriegsminister gibt's nicht mehr. Wir können liefern, was immer wir wollen, im Letzten auch Flugzeuge. Wir müssen doch endlich eine Friedensinitiative starten. Der Westen muss doch Druck, und zwar auf beide Seiten, machen. Heute ziehe ich meine Runde und ich sehe die Welt noch nicht in Trümmern liegen.